Es sind die spannendsten Minuten für Jaroslava und Gustavs. Und ausgerechnet mit Gustavs Ex-Tanzpartnerin stehen die beiden auf der Bühne. Es geht um den Staatsmeistertitel der lateinamerikanischen Tänze. Rückblick. Wir haben die beiden schon bei den Vorbereitungen begleitet. Früher tanzten sie gegeneinander, jetzt miteinander. Turniertag im Brucknerhaus in Linz, kurz vor dem Finale. Ich glaube, die größte Herausforderung wird sein, dass wir hundertprozentig zufrieden mit uns selbst sind, aber wir werden unser Bestes geben. Also wir gehen durch in den Kopf durch die Programme einfach und was wir müssen machen, welcher Ausdruck und so. Damit alles schön glänzt, wird gecremt. Es ist dafür, dass man von Weitem wirklich eine gute Silhouette hermacht. Genauso wie bei den Bodybuildern, dass der Körper maximal gut ausschaut, dass man die Muskeln sieht, dass man die Shapes sieht. Genau. Genauso mit der Schminke. Sie ist so stark, damit man wirklich von Weitem die Gesichtsausdrücke erkennen kann, wie im Theater ein bisschen. Die Paare hatten eine lange Tanzpause. Turniere wie diese waren jetzt über 700 Tage, also knapp 2 Jahre nicht möglich. Das ist das größte und wichtigste Turnier in den lateinamerikanischen Tänzen. Wir haben einen unglaublichen Aufwand betrieben, damit wir auch diese Covid-Regelungen einhalten und damit wir da wirklich auf der sicheren Seite sind. Also wir sind seit vielen, vielen Wochen eigentlich fast rund um die Uhr, wenn wir nicht gerade in der Arbeit sind, mit dem Turnier beschäftigt. 5 Disziplinen gehören zu den lateinamerikanischen Tänzen. Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso Doble und Jive. Diese verschiedenen Rhythmen zu vertanzen, diese Lebensfreude, Geschichten zu erzählen in die Tänze, ist wunderschön. Weiter oder nicht weiter, so wird bei den Vorrunden bewertet. Im Finale dann nach Noten 1 bis 6. Ein gutes Beispiel ist, wie ruhig sind die Verbindungshänden von den, also bei den Tänzern. Wie schön sind, ist die Beintechnik, die Füße und die Beine. Die Tänzer sollen sich nicht nur schön bewegen und schöne Technik haben und zur Musik tanzen, sie sollen auch ästhetisch aussehen. Die beiden teilen nicht nur Tanzparkett miteinander, sondern auch das Bett. Einerseits ist es einfach was wahnsinnig Schönes, gemeinsam zu tanzen, und es ist ja doch auch sehr erotisch, was wir da teilweise machen, und wenn man sich da auf den Partner einlassen kann, also das ist schon was sehr Schönes, und ein sehr großer Vorteil ist auch einfach die Planung. Ja. Es ist auch so, dass da so Eifersüchteleien dann geben könnte, wenn man eben da, hast du da Erfahrungen gemacht? In meinem Fall eher nicht so, weil ich mit meiner Schwester getanzt habe davor, deswegen war okay das für mich. Kein Problem, aber auch in die andere Richtung, das ist einfach Business. Ab 35 zählt man zu den Senioren im Tanzsport, kann aber in dieser Klasse auch genug abräumen. Ist überhaupt noch Platz für die Pokale zu Hause? Ja, nicht mehr viel. Wir haben schon ein paar Pokale auch für den Verein gespendet, aber es geht nur zum Abstammen. Aber ich habe ja gesehen, ihr seid verheiratet. Ja. Ist es so, dass man da manchmal dann im Wohnzimmer mal schnell durchfegt? Auch das haben wir probiert, aber da sind halt die Platzkapazitäten sehr begrenzt. Man kennt die Macken des anderen oder die Schwächen. Oder, ja, ich sage, man muss sich immer wieder zusammenraufen. Das passiert andere Paare auch. Ich glaube, man ist auch viel kritischer mit dem eigenen Partner. Ja. Zurück zu Jaroslava und Gustavs. Sie sind die Staatsmeister 2021. Die Besten aus 9 Bundesländern, die jetzt auch bei den internationalen Turnieren Österreich vertreten.